Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe gehört, es ist mal wieder Zeit für ein paar neue Videos auf meinem Kanal. Es ist lange her. Ich war tatsächlich im Urlaub. Ich habe mir mal eine kleine kreative Auszeit gegönnt. War in Schweden gewesen, hatte eine tolle Zeit. Mir tut immer noch der Arm weh, auf jeden Fall vom Drillen. Also kann man sich echt nicht vorstellen. Nein, so schlimm war es tatsächlich nicht. Ich wollte noch mal ein kleines Video irgendwann drüber drehen, dass ihr einfach mal auch vielleicht so ein paar Erfahrungen von jemandem habt, der nicht eine, wie soll ich es jetzt sagen, nicht eine Schweden-Tour mit einem Guide gebucht hat oder extra zu einem See gefahren ist, wo man weiß, dass man da halt den Fisch seines Lebens in jedem Fall fängt, denn es gibt in Schweden natürlich auch wunderbare Ferienhäuser, die an kleinen Seen liegen, die von denen noch niemand irgendwas gehört hat, also wenn man nicht gerade Schwede ist. Und von daher gibt es halt solche Seen und es gibt solche Seen. Man kann echt toll angeln in Schweden, weil die Natur, die Landschaft, das ist alles echt herrlich und echt Bombe. Aber dazu in einem anderen Video vielleicht nochmal mehr. Heute sprechen wir mal über MFB. Da gibt es nämlich eine kleine Veränderung. In diesem Video werde ich euch heute alle Juli-Boxen vorstellen, auch wenn es jetzt mittlerweile schon August ist. Ich habe es einfach natürlich vorher nicht geschafft, einfach weil ich auch nicht da war, aber sei es drum, denn es gibt bei MFB noch eine Änderung und zwar eine, ja, ich sage jetzt mal Preiserhöhung, ne? Also ich habe mir mal ein bisschen was aufgeschrieben, ganz clever gemacht und das Telefon gelegt, Moment, So, die neuen Boxen, sie werden sich MFB 2.0 nennen, ja, bis Dezember laufen auch noch die alten Boxen, das heißt, wenn ihr ein normales Abo habt, läuft bis Dezember alles so, wie ihr es kennt bisher und ab dann gibt es dann quasi auch für euch, wenn ihr das Abo halt weiterführt oder halt für jeden Neukunden ab jetzt, Stand jetzt kann man nur noch die neuen MFB-Boxen bestellen, MFB 2.0 nennen die sich, gibt es da halt neue Preise. Die sind wie folgt für die OL-Box. Die waren damals im 3-Monats-, nee, fangen wir mal beim längsten Abo an, nee, das muss ich mal überlegen, doch beim längsten Abo, doch, wir fangen mal beim längsten Abo an, beim 12-Monats-Abo, das war damals 14,95, kostet jetzt 22,95 für 12 Monate das Raubschiff, die Raubfischbox, die Raumschiffbox, wie ich sie ja gerne nenne, kostet quasi das gleiche, früher 14,95 für 12 Monate, jetzt 22,95 für 12 Monate und dann gab es natürlich noch die Probox für 12 Monate damals. Also Stand jetzt immer noch 24,95 € und dann ab jetzt 32,95 €. Ist also knapp 8 € alles teurer geworden für das 12-Monats-Abo. Für das 6-Monats-Abo sind wir vorher, glaube ich, gewesen bei 15,95 € für Raubfisch und UL. Jetzt sind wir bei 26,95 €, das sind 11 €. Und für die Probox waren wir vorher, glaube ich, bei 26 oder 25,95, weiß ich nicht mehr genau, ist jetzt jedenfalls 36,95, also irgendwas um die 9 € teurer. Genau, und das kürzeste Abo war ja sonst immer 17,95 € für Raubfisch und UL, kostet jetzt 29,95 €, sind ungefähr 12 € teurer geworden. Und für die Probox jetzt 39,95 € und vorher glaube ich 28,95 €, ich weiß nicht mehr, irgendwie sowas war es jedenfalls irgendwie in dem Dreh. Ich habe mich jetzt zwar ein bisschen informiert, aber ich habe die alten Preise gar nicht mehr so genau im Kopf, muss ich ehrlich sagen, weil ich mich damit auch nicht so viel mehr beschäftigt habe in letzter Zeit. Ich kappe das Abo und es läuft und genau. Wenn ihr jetzt noch ein altes Abo habt, müsst ihr ab Dezember, wenn ihr ein neues Abo wollt, quasi auch die neuen Preise zahlen. Ne, ist halt eine Preiserhöhung von, ja, jetzt gar nicht so wenig, sage ich jetzt mal so, aber ich denke, für mein Empfinden fand halt die alten Boxen auch tatsächlich zu günstig, ne, gerade wenn man auch die Mitbewerber sieht, es ist halt so, dass man da mit den Einsteigerboxen für 14,95 € im Jahresabo da, das ist halt echt wenig Geld, ne, also habe ich auch schon mal in einem oder anderen Video schon mal gesagt. Ja, finde ich halt ein bisschen wenig. Genau, ihr habt natürlich nicht nur eine Preiserhöhung, sondern ihr habt auch mehr in den Boxen drin, also da braucht ihr keine Angst haben. Es wird immer so ein, zwei, vielleicht auch mal drei Sachen mehr geben. Ready to Fish habe ich gelesen auf der Seite. Könnt ihr euch gerne mal angucken bis Oktober, bis zum 31.10. habt ihr auch nochmal die Chance, da nochmal satte Rabatte zu bekommen. Rabatte, Rabatte, Rabatte. Kommen Sie, stauen Sie, kaufen Sie. Einmal dabei sein, einmal frei sein. Eine neue Runde, ein neues Glück. Ja, wie auf dem Martini-Markt hier. Martini-Markt kennt ihr gar nicht. Auf dem Jahrmarkt, meine ich. Genau, da könnt ihr nochmal schauen. Da gibt es auf jeden Fall nochmal gute Aktionen, wenn ihr euch da jetzt für ein Abo entscheidet. Einfach mal unten auf meine Infobox klicken. Da findet ihr nochmal ein paar Infos. Genau, und dann würde ich mal sagen, habe ich eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Und dann würde ich mal sagen, legen wir los, oder? Womit fangen wir an? Wir fangen natürlich mit der UL-Box an. Bin schon mal sehr gespannt. Schwupps. Wir wollen das Video hier nicht 40 Minuten lang machen. So, und da haben wir hier. Wir fangen mal ganz unten an. So. Eieiei. MFB Adventskalender. Eieiei. Da habe ich ja auch was gehört mit den Preisen. Puh. Also, ja.
Die Angelbranche hat Geld, also ich meine jetzt nicht die Leute, die hinter den Produkten oder Ködern stehen, sondern ich meine die Leute, die halt die Produkte kaufen, ne? Also da ist echt eine Menge Geld irgendwie in Umlauf. Da geht man halt gerne mal mit 80 Euro in den Laden und kauft sich irgendwas. Also bei den neuen Preisen von den Adventskalendern, ja, da mache ich nochmal natürlich ein Video zu, wenn es soweit ist, wenn ich weiß, welchen ich bekomme oder vielleicht auch alle drei, ich weiß es noch nicht, muss ich erstmal schauen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir haben hier natürlich Kalenderpreise bis 230 Euro, das ist schon echt eine Hausnummer. Aber wir haben natürlich auch was dafür drin, ne? Also ich glaube, irgendwas zwischen 300 und 350 Euro ist schon der Warenwert dann in dem Pro-Box-Kalender, sagt man den so, oder Pro-Kalender, ist schon, aber trotzdem eine Menge Knotter, ne? Also das muss man halt mal so sagen. Aber egal, jetzt machen wir jetzt mal die OL-Box und dann machen wir nächstes Mal das andere. Hier haben wir einen wunderbaren Lolli in Regenbogenfarben, außer Rot und Lila ist nicht mit bei, aber ansonsten sieht der ganz cool aus. Dann haben wir hier Tungsten-Insert von Molex, also kleine Zusatzgewichte, die man hier in den Köder machen kann, um ihn ja vielleicht ein bisschen auszubalancieren, um ihn schwerer zu machen, dass er besser sinkt. Was haben wir denn hier? 0,5 Gramm. Ne, stimmt das? Ja. Sollte hier die kleinste Möglichkeit sein, wa? Ja, und alle anderen würden nachher nur noch schwerer werden. Also 0,5 Gramm pro Gewicht hier. Genau, drückt man halt einfach in den Gummiköder rein und fertig. So, dann haben wir hier von Yancy ein Vorschalt-Spinnerblatt. Das macht man also einfach mit, ja, in den Gummifisch wahrscheinlich. Ich schau mal. Oder halt an das Hakensystem. Tja, muss ich jetzt auch mal schauen, wie das genau montiert wird. Kann man aber wahrscheinlich auch im MFB NewSafe, was es ja digital gibt, auch mal nachlesen. Aber das, glaube ich, macht man tatsächlich einfach wahrscheinlich nur vorne in den Jigkopf rein, wa? Würde ich jetzt mal sagen. Ja, wenn ihr es genau wisst, könnt ihr es einfach mal in die Kommentare schreiben. Also es ist eher so mehr so eine Zubehörbox dieses Mal, ne? Oh, sehen auch fast aus wie Ohrringe von Brigitte Bourjou. Heißt der Laden so? Naja, irgendwie so ähnlich. So, dann haben wir hier von, kann ich nicht lesen, OMTD, noch nie gehört. Oder ist es ein Ö? Da sind jedenfalls kleine komische Striche oben drüber. OH 3500, also ein Dropshot-Haken. Aha, da sieht man es schon ganz gut vielleicht. Ich pack das mal hier rein. Dass man diese Haken wahrscheinlich mehr Köder mittig fischt, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Hubala, runtergefallen. Attention, Attention, Attention. Warning, Lancer. Ja, okay. Also sieht aus wie ein Dropshot-Haken so ähnlich, aber ist wahrscheinlich dafür da, dass man den Köder halt so anbietet, um ihn möglichst gerade im Wasser stehen zu lassen. Wie das jetzt genau funktioniert, habe ich gar keine Ahnung davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da muss ich mich erstmal belesen. Ob das irgendein neues Rig ist oder sowas, keine Ahnung. Weiß nicht. Jedenfalls passend dazu haben wir hier so eine Molex 4-Inch Sligo Extreme Baits Generation. Der ist auf jeden Fall geflavored. Und da sieht man es schon. Der wird wahrscheinlich so angeboten, dass man den Haken dann halt so reinmacht und dann wackelt und schwappelt das halt. Genau. Perfekt erklärt, oder? Aber wie es genau funktioniert. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Muss auch mal schauen. Einfach mal ins MFB News schauen. Hätte ich auch vorher machen können, aber mache ich eigentlich nie. Ich will mich ja nicht teasern lassen. Genau. Oder spoilern. Oder teasern. Kann man beides sagen. Genau. So, was haben wir noch? Natürlich ein Aufkleber. Catch Me If You Can. Ein toller Film. Leonardo DiCaprio und Tom Hanks. Wahnsinn. Aber der Aufkleber sieht auch ganz cool aus. Genau. Und noch ein bisschen Verpackungsmaterial. Ja, ist dieses Mal natürlich eher so eine Zubehörbox, aber finde ich jetzt auch nicht so schlecht, ne? Also ist jetzt mal was Neues, vielleicht eine neue Köderführung und Köderanbietmethode. Ist auch das Wort gibt es wahrscheinlich nicht, aber dass hier mal ein bisschen was Neues ausprobiert werden kann, ne? Genau. Ah, hier steht es auch. Crawfish Scents. Also mit Krabbenaroma oder Shrimps oder sowas in der Art. Genau. So, und dann war es das hier mit der UL-Box. Schwupps, packen wir mal weg. Machen wir weiter mit meiner geliebten Raumschiffbox. In einem satten Blau. Schön. Wieder mal, auch wenn in der Noel-Box ein bisschen was für die Karpfenangler dabei. Ist es nicht schön? So, und natürlich ein Lolli. Wieder mal in Regenbogenfarben. Den Aufkleber hatten wir gerade schon. Catch me if you can. Und dann geht's hier los. Dann haben wir hier Dropshot. USA Bass Dropshot. Dropshot XPL Extreme Performance Lure for Salt and Freshwater. Genau. So, hier haben wir nochmal zwei Möglichkeiten des Anbietens. How to Rig Dropshot Lures. Dropshot und Texas Rig. Genau. Kann man also beides machen. Wichtig ist, hier sieht man es sehr schön, dass der Schwanz hinten schön frei bleibt, damit er sich
schön bewegen kann. Genau. Packen wir mal aus. Lalala, lalala. Na los, Mensch. Packen wir nicht aus. Wir packen sie nicht aus. Die sehen toll aus. Die sind einfach super, so wie sie sind. Haben halt einen kleinen Twisterschwanz dran in Goldflake, grün-gold-flake-farbener Optik und sind ein bisschen bauchiger. Also wahrscheinlich ein sehr voluminöser Köder hier eigentlich, ne, wenn man den großen Bauch sieht. Ja, perfekt. Lassen wir einfach so. Lassen wir jetzt mal so stehen. So, die könnten wir aber auspacken. Von KP Baits. Professional Soft Lures. Procalustus. FI. Das ist wahrscheinlich Finnland, würde ich jetzt mal sagen. A professional lures designed and approved by Kalle. Kalle Pavola. Kalle Pavola Collection includes only successful models. Also sehr erfolgreiche Köder und Farben. Which are worldwide fishing experience for the last 20 years. Also die weltweit erprobt wurden in den letzten 20 Jahren. Also schon länger erprobt, wie ich alt bin. Ja, so oder so ähnlich. So. Die riechen tatsächlich nur nach Gummi. Sind auch irgendwie sehr trocken. Also da ist jetzt hier irgendwie nichts. Habe ich noch ein bisschen Glitter an den Händen? Nö, auch nicht. Ja, Twisterschwanz dran. Ja, also die Box steht hier im Zeichen des Twisterschwanzes auf jeden Fall. Ne, so ein 90er Jahre Überbleibsel. Also gefühlt jedenfalls. Als ich damals aufgehört habe mit dem Angeln, irgendwann Mitte, Ende der 90er Jahren, war das die Gummiköder irgendwie alle mit Twisterschwanz. Also da kann ich mich jedenfalls nur noch dran erinnern. Vielleicht war das damals auch der neueste Scheiß gewesen. Ich weiß es nicht mehr, aber das ist mir irgendwie so hängen geblieben. Ne, also mit diesen Tails hatte man damals nicht so viel geangelt. Genau. Dann geht's hier weiter mit Jensi, the Skirted Offset Jig Head. Hülkengröße, Hakengröße 2,0, Gewicht 10 Gramm, UV Active. Tja, ich komme gerade aus dem Urlaub, ich weiß nicht, wo meine Vorlampe steht. Aber werden wir es mal glauben, oder? Wir glauben es einfach mal. Ah, da ist er. Moment. Aber ist natürlich klar, ist ja diese typische Bauarbeiterfarbe hier, dieses Neon, dieses Grelle, was auch manche Motorradfahrer eben haben, damit man im UV-Licht gut gesehen wird. Nein, natürlich, dass man überhaupt gut gesehen wird, ne? Schwupps. Der Kopf sieht sehr matt aus. Ich weiß nicht, steht das hier nicht drauf? Wenn es so wäre, würden sie sicherlich Werbung damit machen. Aber das sieht irgendwie fast aus wie Tungsten. Aber es ist vielleicht auch nicht. Weiß nicht, keine Ahnung. Aber sehr schön ist hier auf jeden Fall, dass der so, ja, ich sag's jetzt mal, ist natürlich nicht richtig, aber wie beim Cheburashka sehr beweglich ist. Ne? Der ist halt sehr frei aufgehangen. Also hast du hier echt die beste Köder-Action. Auch hier mit einem Wirbel. Ne? Das heißt, wenn man hier wirklich mal einen größeren Fisch hakt, natürlich kann er sich nicht so einfach lose drehen. Wir haben hier nichts, was irgendwie quetschen oder knicken kann. Ne? Das finde ich eigentlich ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen. Das ist eigentlich ein schönes Teil hier. Oh, finde ich cool. Offset-Haken hier hinten dran. Dann den Köder ran und fertig ist. Los geht, ne? Ja, cool. Schönes Teil. So, dann haben wir hier noch von Berkeley was. Den Hit-Stick. Gesundheit. Ne, die Farbe wird wahrscheinlich sowas wie IU heißen hier. Weiß nicht, steht da einer drauf oder ist es nur wieder ein Farbcode? Gold Shad. Stick Gold Shad. Na, vielleicht ist die Farbe Gold. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Da ist wahrscheinlich wieder V-Aktiv ein bisschen, genau. Und genau, der hat diese komische Disc hier drin. Habe ich irgendwann mal irgendwas drüber gelesen. Sie Flash Disc for True Balsa Action Flash Disc. Ja, was genau die jetzt macht, ich habe gar keine Ahnung. Vielleicht rasselt die mehr oder vielleicht ist sie beim Auswerfen besser. Weiß ich nicht. Ja, aber ein schöner Köder hier, ne? Für Hecht, für vielleicht auch, nee, der läuft wahrscheinlich ein bisschen zu tief. Steht hier drauf, wie tief der läuft. Der hat 25 Gramm und 1,8 bis 2,7. Ja, kann man auch abends mal auf Zander probieren, an den Steinpackungen vielleicht lang. Genau. Ja, alles klar. Auch eine schöne Box. Wa? Ja. Doch, kann man machen. Schwupps. Und die letzte im Bunde. Die Probox. Und los.
Und da geht's hier wieder los. Verpackungsmaterial. Auch für die Karpfenangler. Sehr interessant. Ups, da habe ich gleich einen Lolli mitgegriffen. Da ist er. So, noch eine andere Farbe. Hier wird sogar darauf geachtet, dass die Boxen nicht die gleichen Lollis drin haben. Spitze. So, dann fangen wir mal an hier. Das ist hier diese grüne Serie von Molex, also die hier diese Phthalate Free ist. Ja, das sind ja diese giftigen Weichmacher oder sowas. So flexibel, bite-proof, also sehr flexibel, sehr beißresistent, sage ich jetzt mal so. Und Floating Compound, also der schwimmt tatsächlich auch. Wenn ich jetzt mein kleines Aquarium hier vollgefüllt hätte, hätte ich das auch gerne mal gezeigt. Aber das wusste ich nicht, dass hier sowas Exklusives drin ist. Genau, Fork Flex 4, könnte auch ein K sein, aber ist wahrscheinlich eher ein X. UV-aktiv, na, das glauben wir doch sofort. Auch wieder so eine Bauarbeiterfarbe. Mal eine raus. Naja. So, warum man das jetzt nochmal so einpacken muss. Naja, ist egal. Egal. Oh, die riechen auf jeden Fall. Die riechen ganz cool. Die riechen gar nicht eklig irgendwie oder so. Und die sind echt wie weich. Nein, jetzt ist leider die Kamera ausgegangen, weil die Karte voll ist. Aber wir machen jetzt hier direkt weiter. Ich glaube, ich hatte die schon so ein bisschen ausgepackt, bis die Kamera ausgegangen ist. Und hatte mich gerade ein bisschen darüber aufgeregt, dass das hier... Also aufgeregt nicht, aber ich fand es halt ein bisschen blöd, dass das hier nochmal so doll eingepackt ist. Aber vielleicht dürfen die auch nicht so richtig zusammenliegen. Ich weiß es nicht. Vielleicht steht es auch drauf. Weiß ich auch nicht. Das ist alles auch zu klein geschrieben für mich. Also jedenfalls hier unter meiner Kamera. Jedenfalls hatte ich schon eine in der Hand gehabt. Weiß ich auch nicht, ob es drauf ist, aber ich mache es hier halt nochmal. Die sind echt... sehr weich, ne? Also muss man ehrlich sagen, sieht aus wie ein alter Kaugummi hier. Nachher wird es hier halt ein bisschen schwerer und ich weiß auch nicht, wann sie anfangen zu reißen. Ich will jetzt auch keinen durchreißen. Das wäre natürlich nicht ganz so cool für Molex, wenn ich jetzt hier gleich ihre Köder zerreiße, bevor sie überhaupt gefischt werden. Aber das sind wirklich sehr weiche Köder. Man sieht es hier schön. Schwupps. Schon ein bisschen wild, ne? Und ich glaube, ich habe so ein bisschen Salz hier gerade an den Fingern gehabt. Riechen tun die wirklich sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Also die Geschmacksrichtung hier, was immer das auch ist. Vielleicht steht es auch irgendwo. Also die Farbe ist auf jeden Fall Glowing Pink. Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Die sind echt irgendwie ganz cool. Aber gleich als Tipp, ich hatte auch schon mal so eine Köder von irgendeiner anderen Firma, außer meiner Fishing Box. Die habe ich mal in meiner Angelkiste irgendwie vergessen mit anderen Ködern. Und habe das aufgemacht. Da hatte ich einen riesengroßen Klumpen irgendwas nachher, der sich über meine ganze Tacklebox irgendwie verteilt hatte. Das war auf jeden Fall eine ganz schön eklige Angelegenheit. Also die unbedingt immer alleine lagern und naja, klar, dass ihr eure Köderboxen nach dem Angeln offen halten solltet, ist sowieso klar, denn das ist für keinen Köder gut, ne? Die sind natürlich auch irgendwo so gemacht, dass sie nicht so lange im Wasser liegen, ne? Also die Haken lösen sich auf, also sollen sie jedenfalls. Wäre eigentlich auch mal ganz cool, wenn man darüber mal ein Experiment macht, wie lange das überhaupt dauert. Kann ich an meinem Gartenteich mal machen. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Wir machen weiter, die Pro-Box. So, wieder der Catch Me If You Can Aufkleber. Dann passend zu den Molex-Krebsen hier ein G-Kopf von Major Fish, der Major Fish Connector 10 Gramm in Hakengröße 3,0. 10 Gramm ist für meine Angelei wirklich vollkommen in Ordnung. Verstehe aber auch, wenn Leute sagen, ich brauche hier 25 Gramm für meine Würfe in die Elbe oder ich brauche halt 5 Gramm für meinen See, der hier irgendwie nur 2 Meter tief ist. Aber mit 10 Gramm, glaube ich, trifft man vielleicht bei der breiten Masse vielleicht das beste Gewicht. Genau, habe ich doch toll ausgedrückt, oder? Wahnsinn. Als ob ich es mir selber gerade ausgedacht hätte. Habe ich eigentlich auch. Genau. So, von Molex, der Popfrog Redlin, also mit Rasseln? Nö, also eigentlich nicht. Komisch. Frog Eelers? Was ist das? Eaters? Ach, keine Ahnung. Collaboration. Genau, was kann der? Der ist 18 Gramm schwer und 6,5 cm lang. Die Farbe nennt sich natürlich Bone. Genau. Erinnert mich ein bisschen an Spider-Man. Da habe ich nämlich in einem Schwedenurlaub auf Englisch gucken müssen. Spider-Man, wo Tobey Maguire mitspielt, also quasi der erste. Da kämpft er gegen Bonesaw. Das ist tatsächlich ein alter Wrestler. Vielleicht kennen ihn noch einige, der Macho Man Randy Savage. Der ist mittlerweile auch schon verstorben. Gegen den hat er da gekämpft. Genau. Bonesaw. Toll. Ja, genau. Oh, schöne Farbe auf jeden Fall. Ja, so ein bisschen Modefarbe hier. So wie sich viele Leute ihre Badezimmer und Küchen zurzeit machen. So mit Braun und Cappuccino und so ein bisschen Cremefarbe, Eierschalenfarbe, sowas halt, ne? Haben wir hier halt einen Frosch, der ja innen hohl ist, ne? Merkt man schon, ne? Dann der Fisch halt von hinten beißt. Ist nicht so einfach, ne? Einen Biss zu verwandeln bei diesen Oberflächenangeln, habe ich auch schon öfter mal gehabt, hat auch ordentlich schon Fehlbisse, ja. Ist nicht so einfach. Hier kann man auch noch einen Drilling unten ranhängen, was natürlich dann die Hängergefahr in den Seerosenfeldern auf jeden Fall ziemlich doll erhöht. Ich weiß nicht, wofür das jetzt hier ist, ob man das abmachen soll.
kann, will oder muss. Aber man kann es auf jeden Fall verändern. Und wenn man die natürlich abmacht, dann sind natürlich diese ganzen kleinen Squirts hier hinten frei und baumeln natürlich so rum. Sollen natürlich irgendwo die Füße imitieren und zusätzliche ja, Wasserspiele hier irgendwie simulieren, ne, damit es halt ein bisschen besser vom Seitenlinienorgan vielleicht auch aufgenommen werden kann. Ja, kann man halt für sich selbst entscheiden. Genau. Ja, schön. So, rein damit. Schwupps. Ach, lass einfach so. Und dann haben wir natürlich noch, ja, ich sag mal so, das Highlight der Box wahrscheinlich. Ein Elex-Köder. Genau. Shatterbeast 110 Walking the Dog. Floatant. Floating. 110 mm und 19,5 Gramm Surface. Genau, ist also ein Oberflächenköder. Genau. Surface ist ja die Oberfläche. Kennt man nicht nur von Windows. Nein, man kennt es auch vom Angeln. Das ist das gute Stück. Schauen, ob den hier abkriegen. Und oh, der ist aber stramm. Das ist aber natürlich kein Oberflächenköder, den man schön durchs Seerosenfeld ziehen kann. Außer natürlich sich die Lücken suchen und schauen, ob man den dann bis zum Boot hängerfrei durchgezwiebelt kriegt oder schön halt an den Seerosen- und Krautfeldern lang. Ein richtig schöner Köder hier und der natürlich auch sehr viel Rasseln hier drin hat. Ne? UV-aktiv ist er sicherlich auch. Sieht man hier natürlich sehr schön. Auch ein matter Köder, der ist nicht so glänzend, der ist eher glitzernd. Weil wir hier schön viel Flakes drin haben. Aber ein schönes Teil, ja. Also, muss ich schon sagen. Ja, und der lässt sich auf jeden Fall auch gut schmeißen. Ein tolles Gewicht zum Schmeißen. Und auch eine schöne Form, ne? Wie so eine, ja, Zigarre, war, würde ich jetzt mal sagen. Schön. Ja, ganz cool. Nitro. Genau. Ja, keine Ahnung. Ja, schön. Also, macht hier dem Namen Pro Box natürlich alle Ehre. Haben wir hier nochmal natürlich einen kleinen Flyer mit bei. Kennen wir ja. Bisschen was zu gewinnen. Poste und Gewinne, so wie immer. Ja, schön. Da würde ich mal sagen, sind wir eigentlich durch. Ich hoffe, meine kleine Unterbrechung hat euch nicht gestört. Alle drei Boxen sind sicherlich sehr gelungen diesen Monat, so wie eigentlich fast jeden Monat. Die UL-Box ist mehr eine kleine Zubehörbox in diesem Fall, aber die Raubfisch-Box hat mich auch wieder nicht enttäuscht. Also alles cool. Ja, und dann würde ich mal sagen, wünsche ich euch eine tolle Zeit. Bleibt gern dran. Gibt natürlich noch ein paar Videos, die ich nachzuholen habe. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Lemmy.